Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Diesmal geht es um Chaos und Ordnung. Oder genauer gefragt, gibt es eine Ordnung im Chaos? Sehen Sie sich die zwei folgenden Sequenzen an, in Ruhe. Schauen Sie, ob es Muster gibt im Chaos, eine Ordnung etwa. Anschließend urteilen Sie selbst.
So, damit sind wir mit dieser kleinen Sequenz fertig. Nun wissen Sie es. Ordnung und Chaos. Was ist das eine? Was ist das andere? Wir sehen uns wieder. Danke.